Okay, hier ist er wieder, der Void Doctor mit Summon Night 2 Let's Play. Heute wird wieder geschmiedet. Wir können sogar diesmal waldlos legen, damit zum Experimentieren diesmal was haben. Fangen wir mal mit einem gewöhnlichen Schwert an und schauen, was wir hier tun können. Naja, genau. Ein Adamantium-Schwert. Versuchen wir das mal auszuprobieren und schauen, was daraus wird. Blink! Was kriegen wir? Ein Adamantium-Schwert, natürlich. Ah. Mal ab... Nein, halt zurück. Upgraden. Ha. Unser Kettensägen-Schwert ist immer noch besser. Ja, machen wir mal das Ding drauf. Oh, von denen haben wir zwei. Okay, gut, aber wir können das Schwert schneller machen. Na, das geht noch nicht, aber gucken wir mal, was daraus wird. Los, Experimentalschwert. Bling, was haben wir jetzt? Na also, mehr Angriffskraft und ein bisschen schneller. Aber auch nur gerade so eben ein bisschen besser als unser Kettensägenschwert. Das benutzen wir also weiterhin. Und jetzt müssen wir mal uns um die Sache mit der Axt kümmern. Es wird nämlich Zeit, die Axt auseinanderzunehmen. Ach ja. Erstmal, ah ja, Waffenreparatur vorher. Und jetzt geht's rund. Man nehme eine gute, gute Axt, nehme sie auseinander. Blom. So, und jetzt bastelt man eine neue Axt. Ja, ja. Ich weiß, aber wie man sehen kann, ist es besser, wenn man das Ding benutzt, das man die ganze Zeit über benutzt hat. Denn unsere Axt ist quasi super stark dann. Und wir benutzen dazu jetzt eine Diffusionsdings da. Schauen wir mal, was wird. Oh, da sieht ja schon gut aus, was wir da kriegen. Was kriegen wir jetzt hier? Bling. Ja, ja, ich weiß, das sieht immer gleich aus, egal was wir kriegen. Wir haben eine Ringaxt. Oder, wie ich es sage, eine Kettensägenaxt. Wow. Eine Kettensägenaxt. Na, das ist doch mal was. Jetzt können wir mal ein bisschen rumexperimentieren. Weil da hauen wir Adamantium erst und eine Diffusionsdings da drauf. Aber ich will mal sicher wissen. Oh, das hatten wir also schon. Was haben wir da? Oh, gut, hier kriegen wir eine Axt, die wir noch nicht kennen. Probieren wir mal aus. Was wäre das geworden? Ach so, ja. Die Serie der ausbalancierten Waffen. Na egal. Jetzt nehmen wir mal unsere Ringaxt hier. Die richtig reinhauen kann. Und hauen noch so ein Diffusionsdings da drauf. Und dann mal sehen, nehmen wir 3-3-2 oder 4-3 oder 4-5 oder keine Ahnung. Nun, jetzt wissen wir es ja gleich. Jetzt Wildexperiment los mit Adamantium verstärkt. Jetzt wird unsere Kettensägenaxt mit Adamantium verstärkt und noch was. Und wow, Angriffskraft fast so stark, wie wir es schon mal hatten. Verteidigung ist noch mal viel stärker geworden. Und es ist auch super langsam. Okay, gut. Das nenne ich jetzt mal die ultimative Axt. Ein Punkt weniger Angriffskraft, ein paar Punkte weniger Verteidigung und das ist super langsam. Aber dafür freut sich niemand, wenn er mit dem Ding getroffen wird. Was haben wir eigentlich noch an Zeug? Das Ding brauchen wir nicht, also experimentieren wir noch mal ein bisschen rum. Wenn wir Glück haben, können wir unseren Rang noch ein bisschen verstärken. Bezweifle ich zwar, aber hey. So, jetzt können wir noch ein bisschen hier rumfuschen. Machen wir nochmal eine Adamantium-Axt. Gucken, was das ist. Und wumm. Und das gibt? Naja, die Adamantium-Axt. Nicht besonders stark, muss ich sagen. Definitiv nicht so besonders stark.
Aber wir können sie natürlich ein bisschen schneller machen. Und fertig. Gut, ein bisschen schneller. Aber immer noch deutlich schlechter als unsere Kettensägen-Axt. Okay, es hat sich ja schon ein bisschen gelohnt. Jetzt sorgen wir mal für die Ausrüstung. Vortex-Schwert. Kettensägen-Schwert. Und jetzt unsere Ring-Axt, die in Wirklichkeit eine Kreissägen-Axt ist. Und mit der Kreissägen-Axt ausgerüstet. Und mit Maximum Trefferpunkten und Magie. Wie sieht's eigentlich aus, Support? Kann so bleiben erstmal. So, für die Nachwelt erstmal sichern. Hier haben wir eine Kreissägen-Axt und ein Kettensägen-Schwert. Also damit können wir jetzt wirklich alles fertig machen, was sich uns in den Weg stellt. Gut, das ist doch schon fast eine Belohnung für die Scheiße, die wir uns hier antun mussten.